Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Itzomania. Ihr seht schon, heute geht's weiter mit dem nächsten Random Time. Ich bin mal wieder auf meinem Warden und ja, spiele selber random. Waffe ist fast kaputt. Wir schauen einfach mal, was sich so ergibt im Laufe des Spiels. Okay, das ist jetzt schon mal gut. Wir haben eine Gruppe gefunden, die sich gerade zusammengestellt hat. Wenn ich mir das so Hongmun-Level angucke, bin ich so im Durchschnitt drin. Ja, und wir gucken einfach mal, was sich heute so ergibt. Ruinen der Schatzkammer ist immer ein sehr interessanter Dungeon. Ich habe gerade eben auch schon Drowning Deeds, also Tiefen der Flut, gemacht. Und ja, dabei eine sehr tolle Gruppe gehabt. Ja, ich habe die Herausforderung schon angenommen. Und ja, werde euch gleich einfach ein bisschen was zur Ini erzählen, meine Erfahrungen mal wieder teilen und hoffentlich ein bisschen besser kämpfen als beim letzten Mal. Dieses Mal auch mit Effekten. Und zwar, BNS ist ja so ein bisschen problematisch. Um es nett auszudrücken, was das Spielerlebnis angeht. Und deswegen gibt es halt die Möglichkeit, Dinge zu tun, die dafür sorgen, dass man beispielsweise im Raid deutlich mehr FPS hat. Das heißt, ja, es ist gut möglich, dass ich jetzt mehr Lags habe, aber dafür sieht das Spiel besser aus. So. Wir kämpfen uns langsam vor. Das ist tatsächlich super selten bei mir der Fall, dass ich das machen muss. Also in der Regel ist es mehr so, dass das hier alles schon geklärt ist. Weil ich sehr oft hier Gruppen bekomme, wo man reinjoint und dann quasi später die Mitglieder angeworben werden. Und dann ist es halt in der Regel so, dass ja, die Leute schon da sind. Und schon am Boss stehen und man den ganzen Mist hier gar nicht machen muss. Ja, solltet ihr die Tastatur im Hintergrund leise hören, dann bitte ich das zu entschuldigen. Die ist verdammt laut. Das nervt tierisch. Ich versuche es so gut es geht zu entfernen nachher, aber natürlich ist das nicht immer ganz so einfach, weil ich spreche ja auch, während ich Tasten drücke und das lässt sich dann sehr schlecht übertönen. Ja, ich kann mal so viel so sagen, Random Time, man nimmt eigentlich immer zu den falschen Zeitpunkten auf. Ne? Also, ich hatte gerade eine Gruppe, da hatte ich 3 Resets drin und keiner ist auf die Idee gekommen, meinen Buff zu resetten. Das ist schon echt traurig. Gestern hatte ich eine Gruppe, da hat der resettet, kurz bevor der Boss in Tiefen der Flut nicht mehr angreifbar war. Mir auch so denke, jetzt brauchst du auch nicht mehr resetten, dann warte lieber, bis der Boss wieder draußen ist. Und das sind halt immer so Geschichten. Ja, hier haben wir wieder den altbekannten Startlag, weil erstmal alles mit Effekten übertüncht wird. Genau, bei dem Boss muss man jetzt ein bisschen darauf achten. Der macht hier jetzt ein Schild, zieht uns alle ran. Und die Leute, die er als letztes reingezogen hat, die haben jetzt so ein tolles, ja, so ein Laser. Die müssen außen abgegeben werden und wenn das nicht schnell genug passiert, dann stirbt man. Deswegen stirbt jetzt hier teilweise die Gruppe. Ja, und wir kriegen Schaden. Einfach nur mal, um den Boss zu erklären. Er wird jetzt wieder ranziehen, die zweite Phase machen. Diesmal bleibe ich mal ein bisschen länger hier. So, und der Trick dabei ist, quasi sich nicht treffen zu lassen im Idealfall. Nach hinten springen, vorwärts gehen, umdrehen, nicht angreifen. Ja, und danach im Idealfall wieder zum Boss stürmen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Das ist bei Randoms natürlich selten der Fall. Und dementsprechend war das gerade auch so eine Runde, wo ja, wieder ein paar Leute gestorben sind und das passiert ja eigentlich jeden zweiten Run. Zum Kampf selber, ich habe nicht wirklich gut Schaden gemacht, das weiß ich selber.
Ich habe meinen göttlichen Schlag beispielsweise kein einziges Mal eingesetzt. Deswegen hat der Kampf natürlich länger gedauert. Man muss aber auch dazu sagen, es ist echt scheiße, wenn am Anfang so ein Lag ist. Also ihr seht das ja selber. Mein PC ist halt nicht mehr der beste. Ich will aber halt trotzdem Videos produzieren, weil es mir einfach Spaß macht. Und ja, um Videos zu produzieren, muss halt die Grafik zumindest auf einem gewissen Niveau sein. Also es sind ja jetzt keine komplett hohen Einstellungen, aber ja, ihr seht es ja selber. Es kommt zu Lags und es lässt sich leider nicht immer vermeiden. Und ja, dann war irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ein göttlicher Schlag auch keinen Sinn mehr macht. Einfach weil, ja, der wäre eh nicht durchgegangen, beziehungsweise dann beginnt der Boss seine Phase, dann ist das auch Käse. Dementsprechend ja, und außerdem, ich bin halt noch in der Learning-Phase vom Worten. Ich versuche jetzt immer wieder Dinge auszuprobieren, Sachen anzuschauen, so ein bisschen für mich selber meinen Spielstil finden, weil es soll halt auch Spaß machen. Und klar, ich könnte mir jetzt 10.000 Videos angucken, aber ich glaube, es ist immer noch keine schlechte Idee, selber so ein bisschen auch mal was zu experimentieren, herauszufinden, was funktioniert denn überhaupt bei mir, weil, ja klar, wenn man sich ein Video anguckt von jemandem, der einen super PC hat, der flüssiges Spiel hat, der spielt halt anders als jemand, der einen langsamen PC hat, einfach weil er die Tasten öfters raus. Ist halt genau dasselbe mit einem Makro. Ein Makro ist immer nur so gut, wie er es einstellt. Ja, das so ein bisschen von meiner Seite, warum ich so ein bisschen wenig Schaden noch aktuell mache. Liegt natürlich auch am Gear, klar. Also ich meine, der ist jetzt nicht besonders gut ausgerüstet hier. Man sieht es hier alleine mit dem Armband. Ja gut, den habe ich schon mal ein bisschen hochgezogen, den Ohrring. Der ist bald auf Max, der Ring soll dann folgen. Und dann sehen wir mal weiter. Demnächst wird es hier aber mein Main. Bis dahin ist halt das Ziel, die Steuerung drauf zu haben. Und dann sieht es natürlich ganz anders aus. Dann wechsle ich aber wahrscheinlich auch wieder mit Random Time zu schlechteren Charakteren und mache dann halt hier mit dem Charakter die hohen Instanzen, die ich aktuell nicht machen kann. Also ich gehe mit dem Charakter logischerweise nicht in eine aktuelle Instanz rein, weil er einfach zu schwach ist. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, okay, woran ist der jetzt gestorben? was ist passiert? Er ist tot, er ist nicht ausgelockt. Naja, Randoms. Was soll man dazu noch sagen? Und jetzt wartet man halt hier. Sowas frisst auch immer mega viel Zeit und man denkt sich einfach nur so, Alter, die Instanz ist jetzt nicht alt. Ich schätze mal, dass es runtergeflogen ist. Es wäre natürlich eine Option, jetzt den Boss anzugreifen, zu escapen und einen Porter zu erschaffen. Ja, es wäre eigentlich eine gute Möglichkeit, damit er herkommt. Oder wir greifen einfach an. Naja. Was soll man dazu noch sagen? Nichts am besten. Gut, bei dem Boss ist auch wieder zu beachten, das ist ja eine sehr, sehr alte Instanz. Das bedeutet, dieser Boss hat eine Mechanik, die man mittlerweile nicht mehr machen muss. Das ist Normal Mode, das heißt, man bleibt sowieso nicht. Aber früher war es halt so, dass der Boss rumgesprungen ist und man quasi in diese Felder reingehen musste, in die Soul Space. Dort mussten drei Leute ein 4 runterklatschen, das Stun oder C10 halt. Und dann musste man Flächen auf dem Boden ausweichen. Das muss man jetzt nicht mehr machen, sondern man kann wirklich als Gruppe zusammenstehen und dann springt der in dieser Gruppe herum und dann explodieren diese Felder und man greift einfach weiter an. Nur in Random-Gruppen ist das meistens so, dass die Leute total verstreut stehen. Ihr werdet das wahrscheinlich gleich sehen. Die Hälfte stirbt am Schaden. Ich bin auch schon mal gestorben mit meinen Worten, muss ich zugeben. Und ja, das Ganze ist Chaos pur. Aber so ist es halt. Außerdem, man hat manchmal natürlich auch Gruppen, die sehr viel Schaden machen. Das ist bei dieser Gruppe jetzt nicht der Fall, wenn man mindestens einen dabei hat. Also möchte, also wenn ich mit meinem Warlock hier reingehen würde, der deutlich besser gegiert ist als der Warden, dann würde es so aussehen, ich greife den Boss an und der ist relativ schnell tot. Wenn wir als Standardgruppe laufen innerhalb des Clans, dann kommt der Boss zu gar nichts. Also wirklich nichts. Der kippt einfach um. Und das sind halt so Unterschiede, ne? Wie
dann ist so ein Video natürlich komplett uninteressant, weil ihr die meiste Zeit einfach nur seht, wie ich herumlaufe. Ja, okay, die Katze wurde beschworen. Und jetzt kann es losgehen. Und das sieht was... ja, jetzt habe ich mein V zu spät gemacht. Das sieht, was jetzt die SPS angeht, deutlich besser aus. Aber mein Schaden ist trotzdem im Keller. Das sind also Punkte, die Anfangsrotor und so weiter, das muss ich halt noch üben. Ah, guck mal, die machen sogar die Flächen relativ nah beieinander. Die werden jetzt gleich explodieren. Da sind sie explodiert und ich war wieder zu langsam. Mein Buff wurde resettet. Das ist auch ja, nett. Kommt jetzt auch nicht so oft vor. Und insgesamt sieht das ziemlich gut aus. Ja, der Schaden sieht schon besser aus als beim letzten Kampf. Trotzdem bin ich nicht zufrieden. Aber wahrscheinlich wird das auch noch dauern, bis ich zufrieden bin. Und natürlich mit einem besseren Gear kommt es ja auch irgendwann, dass man weniger Fehler macht, dass es leichter wird. Dass man halt nicht mehr diese Fehler macht, die man vorher gemacht hat. Da braucht man Erfahrung. Ich meine, man kann theoretisch nur Rotor kennen. Und ist aber halt trotzdem verkackt. So, er wird wieder instabil. Das heißt, er springt wieder rum. Man kann da drüber springen, also man muss sich nicht resistent machen und zack, da hätte ich mich resistent machen müssen, beziehungsweise die Gruppe hätte, also der Summoner hätte die Gruppe resistent machen können und ihr seht jetzt ist er auf der anderen Seite. So, ich aktiviere meinen Buff, weil ich es wieder buffen kann und greife einfach normal an. Ich habe jetzt einen Belebungstalisman einfach verwendet. Das mache ich dann oft in solchen Fällen, weil es gibt genug, wenn man mal einen Fehler macht, dafür sind sie da. Und ja, wir haben die Gruppe abgeschlossen und ihr seht, wie ich bereits gesagt habe, ich bin random und oh, da ist ein Kostümteil gedroppt. Das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Das könnte Gold geben. Mal gucken, ob dem auch so ist. Wieder auf die Waffenkiste, weil die braucht man auch für einen Erfolg. Und ich habe die Waffe noch nicht. Quasi den Kostümerfolg. Das war die falsche Waffe. So Leute, ich will hier Gold sehen. Das ist immer schön, die Leute hochzubieten. Die Schwierigkeit ist immer, den Punkt herauszufinden, wo es keinen Sinn mehr macht, weiterzubieten. Und das ist bei mir immer so, in der Regel bei solchen Instanzen irgendwie so 10 Gold. Wenn die anderen weiterbieten wollen, dann gerne, weil ich laufe diese Instanz noch oft genug. Und ja, bietet euch schön hoch. Das bedeutet mehr Gold für mich und für alle anderen. Ich hatte letztens den Fall, da ging es um den Ohrring von Rukesh. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber da habe ich den anderen auf 10 Gold hochgeboten und alle anderen waren rausgegangen. Das heißt, ich habe diese 10 Gold bekommen und am nächsten Tag habe ich diesen Ohrring für einen Bronze bekommen. Also, das ist schon, manche Leute sind echt verzweifelt, beziehungsweise dumm einfach. Ich meine, klar, das Teil droppt jetzt nicht so oft, das heißt, man kann da schon ordentlich hochgehen. Was mich dann immer so ein bisschen stört, ist, dass das nur so langsam hochgeht. Also wenn ihr bereit seid, viel Gold zu bezahlen, dann macht das doch auch einfach. Beziehungsweise, ja, ich kann es schon verstehen, aber ja, wenn die dann mit Bronze anfangen, sich hochzubieten, ist mir immer zu dumm. Wenn man ungefähr weiß, okay, so hoch könnte es kommen, dann gebt mal direkt ein paar Gold rein und dann geht das auch deutlich schneller. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer Izu.